ganz komplett eskaliert. Für mich war es wirklich eigentlich dann der Tag, als ich daheim war, als ich so Schmerzen körperlich und psychisch hatte. Ich bin wie paralysiert in meinem Bett gelegen und frage mich bis heute noch, wie ich die Stunden ausgehalten habe, bis jemand heim kam. Schmerz bedeutet für mich, dass es wie ein Hunger ist, der einem hinterher kommt und einem auffressen und beißen will, solange man noch nicht das Wissen und Therapie dazu hat. Aber wo ja, wenn man es weiss, auch beeinflussbar ist. An meinem Unfall sind meine Schwägerin und ich zusammen ausreiten. Und als wir auf der Galoppstrecke waren, habe ich schon gemerkt, dass mein Ross fährt unglaublich auf Beschleunigung und immer mehr anziehen. Nachher war ein Velo auf dem Weg, quer. Dann habe ich das Ross versucht abzubremsen, habe gemerkt, dass es nicht geht. Dann habe ich den letzten Zug umgerissen. Und dann sind wir gegen rausgekumpelt. Und dann sind wir durch das Dickicht gegangen. Und ich habe erst in die Augen geschlagen bekommen, bis ich die Augen aufmachen konnte. Und dann habe ich so einen riesigen Baum vor mir gesehen. Und das nächste Mal liege ich schon am Boden und habe Schmerzen. Ja, trotzdem, dass ich mir schon so halb sicher war, dass vielleicht beim Rücken etwas sein könnte, habe ich versucht, den Rücken gerecht aufzustellen und gemerkt, dass es nicht geht. Und dann, als wir mit der Ambulanz mir endlich ins nächste Spital bringen konnten, kam der Arzt zu mir und gesagt, schau, euer Kopf ist gut, eure Beine und Arme sind gut, aber der Rücken. Operiert bin ich am Inselspital geworden, auf der Orthopädie. Und kaputt war es, der erste Lendenwirbel war mehrmals gebrochen. Und zusätzlich hat es ein Fragment gegeben, das am Wirbelkörper noch so an einem Fädel gehängt hat und wegen 2 cm nicht die Rückenmarke durchtrennt. Ja. Also bin ich 2 cm am Rollstuhl entkommen. Ich hatte einen sehr engagierten Orthopäden, der recht zügig gesagt hat, orthopädisch gesehen, also vom chirurgischen Sicht her, perfekt verheilt. Aber die Schmerzen sind ja immer noch da. So nach dem Ops war es zuerst etwas besser. Und nachher habe ich es dann, zumal, wenn ich jetzt so zurückschaue, noch nicht so wahr, dass ich echt immer wieder Schmerzen hatte. Aber ich habe es nicht so ernst genommen. Das erste Mal richtig chronische Schmerzen ist eigentlich beim Schmerzdienst gefallen, der Begriff. Man muss sofort handeln und schnell handeln, weil ich ja selber auch gesagt habe, ich weiss nicht, wie ich es sonst so aushalten soll daheim. Man sagt auch das Umfeld, ich weiss nicht, wie ich mit dir umgehen soll. Aber irgendetwas musst du machen. Das heisst mir ganz ehrlich gesagt, so kann es nicht weitergehen. Und dann innerhalb von 2 Wochen bin ich schon stationär ins Lorihaus gegangen. Für 3 Wochen. Am Anfang ist es mir sehr schlecht gegangen. Ich habe auch sonst meine Ängste haben extrem sich durchgedrückt, dass ich wirklich meine Liebsten weggedrückt habe von mir, obwohl dass ich es am meisten brauche. Durch die Ergo und die Physiotherapie, die verschiedene Angebote hatten, habe ich mir wieder etwas gelernt, so etwas Freude zu haben, gewisse Sachen, wie eben das Seitentuch bemalen oder in der Physiobewegung zur Musik, ist im Prinzip wie Tanzen in der Therapie. Ich war am Anfang meiner Therapie ein Patient, der, wie man so schön sagt, im medizinischen NRS von 0 bis 10, wie stark ist der Schmerz, bin ich jemand, der fast konstant auf einem 8-10 war. Und dann konnte ich es dann schon zu einem 7-8 langsam abdrücken. Dann ja, von zuerst wieder ein «Oh yeah, ich habe wieder ein Polsterli und ich mache wieder und ich kann meine Psyche endlich stabilisieren». Aber kaum konnte ich meinen Körper arbeiten, habe ich halt irgendwelche Unfälle wieder gemacht. Das hat mir schon immer wieder so einen Rückschlag gegeben. Aber schlussendlich auch durch Therapie und auch mit den Gesprächen habe ich gemerkt, hey, ich bin nicht 7 Schritte zurückgekehrt. Vielleicht schon 3 vorwärts und 2 hinten, aber ich bin gleich auch ein bisschen vorwärts gekommen. Ohne die umfassende Behandlung am Inselspital wäre ich nie an dem Punkt, wo ich heute bin. Ich weiss, dass ich sicher schon eben vom NRS her, also von dem 0 bis 10 Score her, runtergekommen. Also ich habe zum Teil Tage 5 bis 7, ganz heilige Tage, manchmal sogar nur 2, 3, 4 Schmerzen. Und halt der Umgang, den ich gelernt habe, mit den Schmerzen viel besser zu haben. Also bei dieser Eskalation bin ich fast nicht mehr rausgegangen, ich habe mich fast nicht mehr getroffen mit den Kollegen, wo ich auch Angst hatte. Oder wirklich zum Teil auch schon so starke Schmerzen, dass ich gar nicht raus wollte.
für meine Zukunft wünsche ich mir, dass mein Körper sich noch mehr stabilisiert, dass ich dort mehr Sicherheit gewinne, wie viel Money ich wirklich verleite, wie viel kann ich meinem Körper noch zumuten und natürlich auch die Wiedereingliederung in die Berufswelt, wo ich sehr hoffe, eigentlich wieder ins Medizinische zurückzugehen. Zum Thema Reiten ist natürlich irgendwie immer noch ein Thema, wo das eigentlich meine grosse Passion ist vor meinem Unfall, wo mir der Ausgleich zum Leben hat gegeben. Familie und Freunde sind so ein gemischter Meinung, weil sie halt alle sehr Angst haben, dass wieder etwas passiert und dass sie mich wieder in solchen Situationen sehen und erleben müssen. Aber ich habe es noch nicht ganz abgeschrieben und mein Ziel wäre eigentlich schon wieder zu reiten. Was ich anderen Leidensgenossen möchte mitgeben oder was mit dem Prozess sind, ist, sich auf Therapie unbedingt einzulassen, wenn sie Therapie machen. Offen zu sein. Man muss auch selber noch einen Weg finden und herausfinden, was nützt mir, abgesehen von diesem Grundkonstrukt, auch noch sehr gut für die Schmerzen, für mich weiterzubringen. Jetzt fühle ich mich wieder viel mehr wie ich selber, also das Ich, das ich kenne. Und das sagt mir auch mein Umfeld. Ich wirke viel mehr wieder wie das Yassi, das man kennt und liebt, blöd gesagt. Und ich habe weniger das kaputte Gefühl und auch weniger die kaputte Ansicht auf mich, die ich mittlerweile weiss, dass ich gleich Einfluss auf den Schmerz habe und dass ich gleich auch Aktivitäten machen kann, die ich vielleicht am Anfang nicht gedacht habe, dass das möglich ist.